So, willkommen zurück zu Teil 3 des isländischen MAIs. Yhe Pajatoit Lihaga. Oh, eine Art Gemüse. Ja. Steht sogar in Russisch drauf. So, wir wissen, Island gehörte früher zu der UdSSR. Ja. Ranarotzi. Gut, wenn wir das mal erhitzen. Ja, also ab dafür. Wenn also das Essen da hinten jetzt anfängt, im Topf heiß zu werden, nehmen wir uns mal hier den Tee vor. Lemon Tea. Und dann wird der mal artgerecht getunkt. Also das Mittagessen war schon echt hardcore. Also das hat mich auch stundenlang satt gehalten. Wie gesagt, ich drehe dieses Video in 3 Teilen. Und das liegt aber auch dann daran, dass ich das an 3 verschiedenen Tagen drehe. Oder gedreht habe, weil ich kann das alles nicht an einem Tag essen. 3400 Peng-Kalorien. Das ist schon Wahnsinn. Ja? Dann haben wir hier noch ein bisschen Sugar. So, die anderen Sonnenschwäche, den muss man euch nicht noch unbedingt unter die Nase reiben. Ja. Da. Riecht auch schon. Nach Zitronentee oder Limone, Zitrone. Oh. Mal gucken, ob der Cracker hier so bestanden hat. Schade aber auch. Tja. Seht ihr? Aber sieht gut aus. Schmeckt auch gut. Ja, so langsam hört man da hinten das Brutscheln. So, fertig. Ich habe das jetzt mal off-camera aufgemacht. Ein Handtuch. Oh, eine Gemüsesuppe, Gemüseeintopf ist das. Sehr gut. Ja, da ist aber noch Fleisch bei. Lass mich mal raten, das dürfte Schweinefleisch sein. Ja, definitiv Schweinefleisch. Gut. Sieht auch gut aus. Hupe jed, kick mal Licht. Du doof. Echt deftig. So. Sieht gut aus. Schwarzer Tee mit Zitronengeschmäckle. Scheiß drauf, ich mag meinen Tee süß.
So. Und jetzt kommen wir zu etwas, was der Gandok gerne macht. Der Gandok brüsselt gerne Kekse in sein Essen. Hey Gandok, nice idea. Okay. Schweinefleisch oder Schweinespeck. Das hier könnte, ich weiß nicht. Was könnte das denn sein? Kohlrabi oder so? Also genau kann man die Geschmäcker da nicht mehr so erkennen. Aber hier haben wir Karotte, Kartoffel. Bisschen salzig. Ja, mal, es lässt sich leider alles nicht so genau definieren. Ja, nehmen wir jetzt mal hier einen Gesamteindruck von allem. Ja, so. Definitiv mein Favorit. Mit Tee ist auch gut. In der anderen Tüte ist genau das gleiche drin wie hier, wovon ich beim besten Willen nicht weiß, was es ist. Oh, so, das war also Teil 2 des MAI-Tags. Definitiv mein Favorit. Das war sehr lecker. Ich sage auch danke fürs Zuschauen und immer gilt: Tschüss, Madiot, schwenkt tot. Tschüss, hör ab und schwenkt die Gab.